Hallo Leute, willkommen beim Sims Mobile Halloween Spuk. Dies ist Teil 10. Ja, ich bin jetzt vielleicht gleich fertig mit den 1200 Candy Corns, die ich verdienen soll. Hier habe ich 813 verdient und 1200 soll ich verdienen. Und ich stehe jetzt hier schon seit geraumer Zeit vor einem Gewissenskonflikt. Denn der Moritz hat dieses Halloween-Spukereignis fertig gemacht. Dafür kriegt man 400 Candy Corns, dann hätte ich das geschafft. Aber dieses Halloween-Event ist auch die nächste Aufgabe. Und wenn ich ihn das jetzt abschließen lasse, muss ich irgendwie mindestens 10 Stunden oder länger warten. Ich weiß nicht mal genau wie lange, aber sehr, sehr lange, bis ich das wieder machen kann. Die Alternative dazu wäre, mit den verbliebenen dreien ein Lama-Zoom-Ereignis durchzuziehen, plus ein, was hier auch geht, Halloween zu Hause. Dann wäre ich jetzt da schon geraume Zeit beschäftigt, denn dieses Lama-Zoom-Ereignis, da muss ich erstmal mit einem Abrocken an der Stereoanlage und die kalte Dusche ertragen, aber die stecken hier alle in ihren Schichten. Das heißt, eine von den Standardschichten müsste ich dann wieder opfern. Die muss man dann erst noch machen. Also das ist dann mit sehr viel Arbeit verbunden. Ich denke mal, wie man sich entscheidet, ist auf jeden Fall falsch. Oder man könnte auch sagen, egal wie ich mich entscheide, beides ist richtig. Und da ich heute Abend noch sehr viel anderes zu tun habe, und auf der anderen Seite ich noch 6 Tage und 13 Stunden übrig habe für die letzten drei Aufgaben. Schließlich bin ich hier schon bei Teil 21. Dachte ich mir, ich mache dieses Halloween-Spukereignis fertig und warte dann halt und mache morgen erst weiter. Das ist für mich jetzt die entspanntere Variante. Aber an einem anderen Tag hätte ich vielleicht anders entschieden. Und das erzähle ich euch alles, so damit ihr vielleicht auch euch vorstellen könnt, okay, wie kann man solche Ereignisse am besten strategisch oder taktisch planen und durchziehen. Und das ist jetzt halt eine knifflige Situation, wo man sich einfach persönlich entscheiden muss. Ja, und darum lasse ich ihn diese Schicht jetzt mal beenden, krieg meine 400 Candy Corns. So. Okay, nein, du gehst nicht in Rente. Und jetzt habe ich hier das geschafft und krieg sogar noch 70 Candy Corns zur Belohnung. Und als nächstes muss ich das Ereignis Halloween Spuk in der Innenstadt machen. Also das, was er gerade gemacht hat. Und jetzt gucken wir mal, wie lange das dauert. Fast 14 Stunden. Okay, dann warte ich halt einfach bis morgen Mittag oder so. Und dann kann er das wieder machen. Jo. So oder so dumm gelaufen. Man könnte aber auch sagen, es ist gut gelaufen, weil ich bin jetzt hier fertig mit der ersten Runde von 1200 Candy Corns sammeln. Und die können jetzt alle hier einfach mal fröhlich Aktionen machen. Vielleicht mache ich sogar einfach so aus Spaß dieses Lama-Zoom-Dings fertig, denn dann ist das auch erledigt. Dann lasse ich ihn mal kurz nach Hause gehen. Oh, und den Geburtstag feiern von unserer Kleinen. Die hat sich hier hinterm Haus versteckt. So. Okay. Jawohl, prima. Sehr gut. Und jetzt kann er gleich nochmal hier einen lehrreichen Augenblick mit ihr machen. Einfach damit sie optimal auf ihr künftiges Leben vorbereitet ist. Sie hat zwar schon 3 Sterne, aber ich finde, das sollte man trotzdem machen. Ich meine, ist ja schon schlimm genug, dass die nicht in die Schule gehen und man nicht mit ihnen spielen kann. So. Ja, auch traurig ist sie. Ja, weil da immer so
ermunternd Sachen sind. Und dazu muss sie dann erstmal traurig sein. So, schon erledigt. Super gut. Und dann lasse ich ihn auch diese Lama-Zoom-Voraufgaben machen, also abrocken an der Stereoanlage und kalte Dusche ertragen in der Dusche. Das geht ja schön zügig und dann sehen wir, was wir tun müssen. Abrocken. Jawohl. Und kalte Dusche ertragen in der Dusche. So, oh, wie tapfer er das aushält. Es dampft sogar ein bisschen, obwohl es bei einer kalten Dusche eigentlich nicht dampft. Drei Standardschichten. Die haben sie ja wohl nicht mehr alle. Eine lange Schicht ist in Ordnung. Gut. Naja, dann haben wir wenigstens in der Wartezeit was zu tun. Dann schließe ich jetzt hier nochmal die ganzen Schichten ab, die schon fertig sind. So. Und dann lasse ich die einfach gemütlich das Lamasum-Ding fertig machen. Einfach nur so. Und ich meine, wir kriegen ja auch Candy Corns, mit denen wir dann was kaufen können. Und Cupcakes und so. Die Standardschichten. Gehen wir mal zu den Ladies. So. Ja, wir nähern uns hier dieser Schwelle, wo wir die zwei Gargoyles kriegen. Die brauchen wir zwar eigentlich nicht unbedingt. Ah, und guck mal hier, ich habe das umgebaut, weil ich fand das irgendwie blöd, dass sie ihren Tanzunterricht da immer im Flur geben musste. Und dann dachte ich, okay, man braucht hier eigentlich nur eine Yogamatte, um die Yogamattenaktionen zu machen. Und habe dann den ganzen Fitnesskram hier nach vorne gerückt. Und habe dann hier Platz geschaffen für den Spiegel und fürs Tanzen. Und diese Bonusobjekte habe ich da an die Wand gestellt. Und das gefällt mir jetzt sehr viel besser, weil jetzt haben sie ein bisschen Platz zum Tanzen. Okay, Fortschritt, Fortschritt, aber noch nicht am Ende. Ja, ich mache einfach mal in aller Ruhe diese Lamasum-Ereignisse fertig. Wie viel Zeit habe ich denn da noch? Noch über 6 Stunden. Das ist gut. Und dann lasse ich ihn morgen das lange Ereignis starten und bereite mit den anderen wie üblich das nächste Lamasum-Ereignis vor, denn das kommt dann danach wieder. Und wenn er dann fertig ist mit seinem Halloween-Spuk, dann geht's hier weiter. Okay, bis gleich. So, Moritz hat den Halloween-Spuk fertig gekriegt. Hat jetzt lange gedauert, aber ja, ich musste eigentlich nur Zeit vergehen lassen. Da ich jetzt noch 5,5 Tage habe, besteht ja keine Eile. Und dann habe ich es einfach mal locker angehen lassen und habe meine Sims selber arbeiten lassen. Und ja, wenn man schon so weit ist, dann braucht man sich auch nicht mehr so stressen. Gut, Moritz. Ich check, bevor ich ihn jetzt abhake, checke ich hier erstmal. Genau. Das nächste Ereignis ist Halloween-Spuk abschließen. Gut. So, wunderbar. Nein, ich will keine Werbung angucken. Und in Rente gehst du mir auch nicht. Du bist doch noch blutjung. Zwar bist du schon Urgroßvater, aber das spielt keine große Rolle bei euch Sims. Gut, hier gibt es nochmal zusätzliche 70 Candy Corns. Eine schreckliche Aufgabe kommt jetzt. Halloween lässt sich am besten feiern, indem man all die Prämien sammelt. Schließe alle Lamasum-Aufgaben ab und sammle Belohnungen. Okay, also ist jetzt wieder Lamasum dran. Da sind meine anderen Herren und Damen auch für vorbereitet. Nur Emily scheint auf sich warten zu lassen. 3 Stunden. Ja, Emily, wo bist denn du, wenn man dich braucht? Dann muss ich jetzt wohl wieder warten. Und dann lasse ich in der Zwischenzeit ihn auch mal irgendwie
Ereignisse machen oder sowas. Wir gucken jetzt noch mal, wie viele Punkte ich inzwischen habe. 3000. Ah, er könnte in den 3 Stunden auch einfach noch so ein Zuhause an Halloween durchziehen. Ja, das mache ich vielleicht, weil dann kriegen wir ordentlich Candycorn und können uns noch irgendwas Hübsches kaufen. Weil was ich jetzt weiß, ist, diese beiden kommen jetzt nicht mehr dran, also zu Hause an Halloween und Kostümbau für diese Missionskette. Das heißt, die kann ich jetzt einfach frei benutzen. So, Belohnungen. Was kaufen wir uns denn Schönes? Ich könnte mir vielleicht so eine Rüstung kaufen, aber vielleicht würde mir das Katzen-Make-up fast besser gefallen. Oder der Overall, du schaffst das, und der Kopfschmuck, du schaffst das. Denn das kann man auch außerhalb von Halloween anziehen. Ich glaube, das mache ich so und so. Ja, wunderbar. Und wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Und dann gucken wir auch mal nach der kleinen Annika. Ja, der Halloween-Spuk ist verfügbar. Das habe ich bereits mitgekriegt. Juhu, die Annika hat Geburtstag. Jetzt werden wir sehen, wie sie als junge Frau aussieht. Oh, schick. Super. Mit ihr können wir jetzt noch gar nichts machen. Aber wenn der Moritz zu Spionelfchen zieht, dann haben wir jetzt eine Nachfolgerin. Ja, und damit wir dann nicht zu viele Frauen haben, werde ich dann irgendwie wahrscheinlich noch mal Babys kriegen lassen, in der Hoffnung, dass wir einen Jungen kriegen. Und dann wird eine der beiden älteren Damen vielleicht die Karina oder so ausziehen. Aber das hat alles Zeit. Auf jeden Fall ist unsere Annika jetzt bereit, für den Moritz einzuspringen, sobald er auszieht. Das ist doch toll. Hier gibt es auch eine Nachricht. Da bin ich ja gespannt. Oh, oh, Spionelfchen bittet Moritz, bei sich einzuziehen. Das ist dauerhaft, aber dafür hinterlässt Moritz beim Auszug ein Erbstück. Jawohl, Moritz, ich werde dich vermissen. Unser Internetstar, der so schick aussieht. Aber natürlich darf er umziehen, ja. Ich muss mich nur gedanklich ein wenig von ihm verabschieden. Ich lasse ihn noch einmal kurz. Zieh dich noch mal um, bevor du da, bevor du uns verlässt. Soll er sich umziehen? Bewirkt das umziehend oder muss ich ihn kurz in die Dusche schicken? Ich muss ihn kurz duschen lassen. So, dusch mal kalt. Das hilft gegen die Aufregung. So, jetzt komm mal hierher, damit wir dich von vorne sehen. Oder was ist da kaputt gegangen? Das repariere ich mal schnell. Und jetzt geh mal hier hin, damit wir dich nochmal angucken können, bevor wir dich ausziehen lassen. So. Ja. Wunderbar. Du wirst jetzt ausziehen und kriegst eine tolle neue Frau. Die hast du ja schon auf der Party kennengelernt. Ja, und ich werde dich bestimmt sehr vermissen. Aber dafür haben wir jetzt ja Annika. Und das ist gut. Die ist gerade rechtzeitig erwachsen geworden. Gut, jetzt Moritz, auf Wiedersehen. Tschüss. So. Ah, er freut sich, das ist gut. Ja, die haben offenbar auch sehr eifrig geflirtet. Jo, es gibt ein Erbstück. Aber so ein Erbstück ersetzt natürlich nicht den tollen Moritz. So, die Ruhestandskiste. Kunstfertig, etwas besser im Schreiben und Kochen. Ja, das können wir gut gebrauchen. Und die Familienkiste mache ich auch mal auf. So.
Okay, Cupcakes können wir immer gut gebrauchen. So, jetzt musste ich kurz mal husten. Ich hoffe, das hat die Aufnahme nicht gestört. Wir können uns auch Erbstückkisten kaufen. Das machen wir doch gerade, wo wir da schon sind. So. Genießer. Oh, besser in Barista- und Gastronomiekarriere. Wunderbar. Das ist ganz praktisch, weil diese Barista- und Gastronomiekarriere kann ja immer mal sehr nützlich sein, um schnelle, kurze Schichten zu machen, wie wir jetzt auch mit Moritz gesehen haben. Okay, dann haben wir hier jetzt genug geguckt. Oh, und wir sind Nobelpreis. Nein, gekrönter Innendesigner sind wir geworden. Na, das ist doch toll. Gut. Und dann darf jetzt die Annika spielbar werden. Gucken wir mal auf unser Familienporträt. So. Jo. Befördern. Ja, ich denke mal, ich gebe ihr eine andere Frisur. Die ist zwar recht schick, muss man ja schon gestehen, aber ich stehe nicht auf die Haare verändern. So, mal gucken, ob die gut aussieht. Naja. Ich denke, ich lasse die mal vorübergehend. Einfach nur, weil die neu ist. Und später gebe ich ihr dann noch eine andere. Und haben wir auch ein bisschen Abwechslung drin. Und wo wir schon dabei sind, wollen wir ihr diese Overall mal zumindest testweise anziehen. Ansonsten finde ich sie ziemlich schick gekleidet. Das gefällt mir eigentlich gut. Ja, sie ist doch prima aus. Aber nur so aus Spaß an der Freude. Das ist auch sehr kleidsam. Ja. Ja, super Figur hat sie. Ja, dann müssen wir für dich vielleicht ein Hobby und einen Job suchen. Machen wir. Womit fangen wir denn an? Im Ufergebiet gibt es ja wohl nichts Neues mehr. Vielleicht lassen wir sie einfach in der Barista-Karriere anfangen. Jetzt kriegt sie erstmal besser in allen Karrieren. So. Und hier, ich weiß, dass dieser Süßigkeitenpott voll ist. Das hebe ich mir auf für nach dem nächsten Lama-Zoom, weil dann müssen wir nochmal 1200 von diesen Punkten verdienen. Ja, und wenn ich das jetzt leere, muss ich wieder 12 Stunden warten, bis das wieder voll ist. Okay, also erstmal Barista-Karriere. Nach dem Motto, fangen wir mal ganz klein und bescheiden an. So. Und die Idee ist natürlich, dass sie das schon mal wechselt. Da fällt mir ein, ich wollte ja eine, die es voll im Trend machen lassen. Na, ich lasse sie jetzt hier erstmal anfangen und wenn sie sich hier ein bisschen hochgearbeitet hat, dann lasse ich sie diesen Nähjob, den Modejob machen, den wir noch nicht gemacht haben. So, eine Schicht kannst du schon mal absolvieren, damit du überhaupt was zu tun hast. Und ansonsten warte ich jetzt, bis Lama Zoom fertig ist. Hier habe ich noch eine Mission abgeschlossen. Ein neuer Gig. Gut. So. Glänze bei der Arbeit, poliere dein Talent für Tabellenkalkulation auf. Ah, ein Kapitel einer Karrieregeschichte abschließen. Okay. Gut. Ja, ich denke, das reicht dann auch schon wieder für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.